So, nachdem wir uns in den vergangenen Folgen bereits mit der Gleichstromanalyse und der Transientenanalyse beschäftigt haben, ist es nun mal Zeit, sich etwas näher, etwas tiefer mit PSPICE zu beschäftigen. Und zwar geht es darum, sich mal die Dateien anzugucken, die PSPICE anlegt bei der Simulation, wo man mit diesen Dateien teilweise doch Sachen machen kann, die man ohne Kenntnis dieser Dateien eben nicht machen kann. Und eine wichtige Datei ist die Netzliste, die PSPICE anlegt, und was das genau ist, das möchte ich jetzt direkt mal am Beispiel zeigen. Okay, ich rufe das Programm mal auf und ich lege mein neues Projekt an. Das Projekt heißt wie so viele Projekte Test, und in diesem Projekt baue ich erstmal die gleiche Schaltung auf wie beim letzten Mal. Hier auf der linken Seite sieht man die einzelnen Dateien, die hier angelegt worden sind, und wir werden gleich noch sehen, dass noch weitere Dateien dazukommen. So, bauen wir erstmal die Schaltung auf. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal unsere Spannungsquelle. Lege ich dahin, und dann haben wir noch einen Widerstand, den wir brauchen. So, den legen wir dahin. Bei den Bauelementen ist es so, dass wir bei so einfachen Bauelementen zwei Anschlüsse haben, den Pin 1 und den Pin 2. Der Pin 1 ist auf der linken Seite, der Pin 2 ist auf der rechten Seite. So könnte man sich das im Prinzip schon merken, an welcher Seite welcher Pin ist. Wenn wir die Bauelemente aber drehen, wie wir es gleich bei dem Kondensator machen werden, dann drehen wir den Kondensator, und der Kondensator wird gegen den Uhrzeiger gedreht, sodass der Pin 1 des Kondensators nach unten gewandert ist. Wenn man so einen Kondensator aber ein paar Mal gedreht hat, dann weiß man nicht mehr, wo Pin 1 und wo Pin 2 ist. Die Information benötigt man aber manchmal, und dafür gibt es halt eben diese Netzlisten. Gut, ich erstelle die Schaltung mal komplett, sodass wir da gleich an dem Beispiel auch direkt was sehen können. Wir brauchen noch einen Masteranschluss. So, den setzen wir unten ran. Okay. Und ich zoome da mal rein. So. Und schiebe das mal ein bisschen schöner sauberer hoch. Hoppla. So. Die Spannung bekommt eine Spannungsquelle bekommt eine Spannung von 10 Volt. Und die Widerstandswerte stellen wir mal genauso ein wie beim letzten Mal. Widerstand 1 Kilo Ohm, und der Kondensator, den hatten wir eingestellt auf 1000 Mikrofarad. Okay. Dann hatten wir noch eingestellt, dass der Kondensator Initial Condition von 0 bekommt. Okay. Und ja, damit wäre die Schaltung schon fertig. Und wir können jetzt ein Simulationsprofil anlegen. Das mache ich jetzt mal direkt. Das nenne ich mal Transient. Und das soll auch eine Transientenanalyse sein. Und wieder simulieren wir 7 Sekunden. Und ich sage okay. Und wenn wir jetzt die Simulation starten, dann wird das Fenster, das Probefenster geöffnet. Aber was mich jetzt eigentlich mehr interessiert, ist, dass der hier einen neuen Ordner angelegt hat. Und zwar sieht man in diesem Ordner eine neue Datei angelegt hat. Und in dieser Datei sieht man nun die Netzliste. Ich rufe die mal auf und dann vergleichen wir mal die Netzliste mit unserem Schaltplan. Und zwar sieht man in der Netzliste die einzelnen Bauelemente, die dort verwendet werden. Also ich habe eine Spannungsquelle, die heißt U1. Ich habe einen Widerstand, der heißt R1. Und ich habe einen Kondensator, der heißt C1. Die finde ich letztendlich auch in meinem Schaltplan wieder. Und diese Bauelemente sind miteinander verbunden. Und zwar über sogenannte Netze. Diese Netze sind hier bezeichnet. Definiert ist das
Netzwerk, das Netz 0, da haben wir den Masteanschluss angeschlossen. Das heißt, diese 0 hier bedeutet, dass das Netzwerk 0. Gucken wir uns mal den Widerstand an. Der Widerstand, den haben wir nicht gedreht. Das heißt, wir wissen noch, dass wir auf der linken Seite den Pin 1 haben und auf der rechten Seite den Pin 2. Und das, die Information finden wir jetzt auch in der Netzliste wieder. Der Widerstand R1 ist mit dem Pin 1 mit dem Netzwerk, mit dem Netz N 0092 verbunden und mit dem Pin 2 mit N 0099 und hat den Wert 1 Kilo Ohm. Wenn man sich jetzt die Spannungsquelle anguckt, die Spannungsquelle ist mit dem Pin Nummer 1 mit N 0092 verbunden. Das ist also das Netz hier oben. Das gemeinsame Netz zwischen Spannungsquelle und Widerstand ist das N092 und der zweite Pin der Spannungsquelle ist mit 0 verbunden. Das ist das Netzwerk hier unten. Demnach müsste der Kondensator ja oben mit 99 verbunden sein und unten mit 0. Das gucken wir uns mal an. Pin 1 ist mit 0 verbunden, also ist Pin 1 unten. Und das macht auch Sinn, weil wir den Kondensator einmal gedreht haben. Und damit ist der Pin 1 von links nach unten gewandert, gegen den Uhrzeigersinn. Und der rechte Pin, der Pin Nummer 2, ist von rechts nach oben gewandert. Also der ist von, der ist an den N00099 angeschlossen. Also ist der gemeinsame Pin zwischen Kondensator und Widerstand. Das ist der und der. Okay, das ist also dieses Netz. Das heißt, wir finden so auch die einzelnen Netznamen raus. Okay, was kann man damit machen? Wir können die Analyse auch so einstellen, dass wir uns nicht diese Marker setzen, sondern wir können das letztendlich auch nachträglich machen, indem wir sagen, okay, ich möchte die einzelnen Kurven, diese Traces, manuell hier eintragen. Und zwar interessiert mich die Spannung am Kondensator. Das heißt, ich gucke mir nur die Spannungen an. Current und Power brauche ich nicht. Und mich interessiert die Spannung am Kondensator und zwar am Pin 2. Der Kondensator hat die Bezeichnung C1. Pin 2 finde ich also hier. Und wenn ich jetzt OK sage, dann bekomme ich hier letztendlich auch diese Kondensatorspannung. Okay, was kann man daraus machen? Ich kann dieses Fenster noch erweitern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme nochmal eine zweite Y-Achse, at Y-Axis. So, die ist jetzt hier aktiv. Und hier könnte ich jetzt eine zweite Information, eine zweite Kurve angeben. Ich sehe hier, dass diese zweite Achse im Moment aktiv ist. Wenn ich auf die erste Achse klicke, die von eben, dann erscheinen die Pfeile hier. Und wenn ich diese wieder aktivieren möchte, dann erscheinen die Pfeile hier. Und auf dieser Achse möchte ich jetzt einmal den Strom anzeigen. Das heißt, ich gehe auf Trace und sage Add Trace. Und jetzt interessiert mich keine Spannung, sondern mich interessiert ein Strom. Ich gehe nochmal in die Schaltung rein, um mal zu gucken, welcher Strom denn da für mich interessant ist. So, das mache ich nochmal kurz, noch klein. Also das ist der Strom, der in den Widerstand reinfließt an Pin 1. Hier war ja der Pin 1 des Widerstandes. Oder der Strom, der in den Kondensator fließt an Pin 2. Ich nehme mal den Strom hier oben. Also ich suche den Strom, der an dem Widerstand, der in den Widerstand R1 an in Pin 1 reinfließt. So, ich öffne mal das Fenster und sage hier, aktiviere hier dieses Fenster, sage Trace, Add Trace und suche jetzt den Strom, der in den Widerstand fließt und zwar an Pin 1. Das ist der hier. Sage OK
Und dann sehe ich in Rot letztendlich die Stromstärke. Das heißt, die Stromstärke ist maximal 10 mA und geht dann langsam zurück. Und wenn man sich das mal anguckt, hoppla, das war in die falsche Richtung. So, ich werde jetzt eigentlich ein bisschen runterziehen. Dann passt das auch. Am Anfang wird der Strom nur durch den Widerstand begrenzt. 10 Volt durch 1 Kiloohm sind 10 Milliampere. Da starten wir oben auch. Und der Strom geht dann langsam zurück, so lange bis der Kondensator vollständig geladen ist. Also ich habe die Möglichkeit, durch diese Netzlisten herauszufinden, welche Daten möchte ich eigentlich angezeigt haben. Ich kann mit diesen Daten auch rechnen. Das heißt, ich kann jetzt mir die Traces angucken und kann zum Beispiel sagen, ich habe verschiedene Spannungen. Das ist jetzt bei diesem Beispiel nicht ganz so interessant, weil ich nicht so viele Spannungen habe. Aber ich könnte beispielsweise irgendeine Spannung nehmen und die von irgendeiner anderen Spannung abziehen. Das, was hier an Spannung angegeben ist, sind ja eigentlich Potenziale. Und so könnte ich eine Potentialdifferenz, also eine tatsächliche Spannung an einem Bauteil berechnen und dann entsprechend dort anzeigen lassen.